Es geht weiter bei Paper Mario. Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Weil es so gut ihm zu vertrauen. Hey, 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 du bist wohl nicht von hier. Das ist Moluskus-Revier. Wenn du durch willst, musst du 10 Münzen bezahlen. Du solltest es nicht drauf anlegen, mit mir zu kämpfen. Ich bin ziemlich stark. Ich würde sagen, passen erstmal. Wenn du nicht bezahlen willst, dann verzieh dich gefälligst. Mein Gott, das sind alle so nett. Was ich dir noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Sei also vorsichtig. Wer sich mit Action-Kommandos nicht auskennt, ist dort so gut wie verloren. Willst du sie vielleicht ein wenig üben? Was sind Action-Kommandos schon wieder? Also gut, dann sollten wir die Action-Kommandos erst einmal üben. Combrina, du wirst Mario bei seinem Training helfen. Was? Ich? Einverstanden, ich werde mir Mühe geben. Beginnen wir mit dem Action-Kommando für den Sprung. Zunächst wählst du das Kommando für den Sprung aus, dann kannst du den Gegner... Drücke A genau dann, wenn du auf einem Gegner landest. Ah, das kennt man ja auch von Super Mario RPG. Wählst ein Kommando aus, erscheint am unteren Bildschirmrand die Erklärung dazu. Für das Action-Kommando Sprung musst du A genau dann drücken, wenn du auf deinem Gegner landest. Versuch es doch mal. Perfekt. Oh, du hast einen gut bekommen. Das Action-Kommando war also ein voller Erfolg. Wenn die Action-Kommandos gelingen, fügst du den Gegner mehr Schaden zu oder andere tolle Dinge passieren. Jetzt ist Combrina an der Reihe mit Angreifen. Pass genau auf. Kurz bevor der Gegner dich trifft, drücke A. Nimm dich in Acht, Mario. Perfekt. Toll, du hast das Action-Kommando zur Verteidigung ausgeführt, wodurch man weniger Schaden erleidet. Pausenlos A zu drücken reicht allerdings nicht. Das richtige Timing ist entscheidend. Je nach Art des Angriffs gibt es verschiedene Action-Kommandos. Und jetzt üben wir das Action-Kommando für den Hammer. Wähle die erste Option Hammer und dann den Gegner, den du mit diesem Kommando angreifen möchtest. Ah, jetzt habe ich verstanden. Du musst den Cursor loslassen und dann schlagen. Wie sieht das aus, Mario? Du hast die Action-Kommandos einigermaßen verstanden, oder? Puh, dann werde ich dir jetzt eine noch beeindruckendere Technik zeigen. Also, Mario, drücke B genau dann, wenn der Gegner dich trifft. Combrina, sei so nett und greife Mario noch einmal an. Verstanden. Also gut, so Mario, drücke genau B. Dann, wenn der Gegner dich trifft. Ah, okay. Du hast dich damit dem gegnerischen Angriff widersetzt. Konter nennt man das. Mit B schützt du dich nicht nur selbst, sondern fügst dem Gegner auch Schaden zu. Aber das Timing ist schwieriger als bei A. Deshalb solltest du dir immer genau überlegen, welche Technik du wann benutzt. Das wäre dann alles, was ich dir über Action-Kommandos erklären kann. Möchtest du die Kommandos zur Sicherheit noch einmal üben? Nein. Das war nicht anders von dir zu erwarten, Mario. Du beherrschst sie perfekt. Sehr optimistisch. Ich denke, damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Auf in den Untergrund! Du gelangst in die Röhre, indem du auf sie springst und abdrückst, um sie zu betreten. Lass uns mal reingehen. Wird spannend. So, hier haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Das ist schon mal sehr gut. Hey du, findest du es etwa okay, einfach so in unsere Katakomben zu marschieren? Typisch.
Ihr von da oben seid so etepetete. Oh, ich brauche Sonne. Oh, und frische Luft. Oh. Hey, Alter, Rotzbremser, komm ran. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber diese Tippen wie euch finde ich zutiefst widerlich. Also verzieht euch besser. Hey, Jungs, die Kleine nimmt den Mund ganz schön voll. Seid ihr euch zum Kämpfen etwa auch zu fein? Dann hättet ihr lieber nicht in die Katakomben kommen sollen. Ihr kriegt, was ihr verdient. Auch in den Katakomben nicht möglich. Hey, wir haben die gesamte Bandbreite der Goombas versammelt. Ein Goomba, ein Pix-Goomba und ein Para-Goomba. Bei den mittleren, dem Pix-Goomba, musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube und verletzt dich also, wenn du auf ihn drauf springst. Den fliegenden Para-Goomba kannst du mit dem Hammer nicht angreifen. Bei ihm musst du einen eleganten Sprung verwenden. Je nach Art des Gegners solltest du also eine sinnvolle Angriffskraft oder Angriffsart wählen. Nutze auch die Action-Kommandos beim Angreifen und Verteidigen. Ach, noch etwas! Du kannst die Reihenfolge, in der ihr angreift, mit Y verändern. Umbrina kann also auch von dir angreifen. Oh, der merkt das gut. Ich werde euch von hier aus sichere Entfernung zuschauen, aber viel Glück euch! Ja, toll. So, der ist schon mal weg. Technik, Taktik. Ja. Ah, man kann in Verteidigung gehen. So, Kopfnuss. Der ist auch weg. So, Sprung nicht, sondern Hammer sollte man benutzen. So, 10 Sternpunkte erhalten. War mal ein glorreicher erster Kampf. Er schwindet. Das geschieht ihnen recht. Na gut, Mario. Unterwegs werden wir dir noch einige dieser Typen begegnen. Wenn sie dich entdecken, greifen sie an. Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer zuvorzukommen, bevor der Kampf beginnt. Gelingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne Zögern angreifen. Gut. So, gehen wir erstmal hier rüber, das ist noch eine Röhre gewesen. Gehen wir mal da rein. Unerwischt! Erster Angriff erfolgreich. Erstmal mal weg. Da verliert sogar noch Münzen hier. Erster Angriff ist immer gut. Und der ist schon mal weg. So, Hammer natürlich. Läuft doch. Oder einen Pilz erhalten. Den nehmen wir uns. Wir brauchen ja Level. Wir müssen auf jeden Fall kämpfen. Und tschüss.
Geht doch voran. Training habe ich ein bisschen verkackt. Oh, eine Feuerblume halten. Da kann man so bestimmt einen Knopf oder irgendwas aktivieren. Oh. Wie geht es also weiter? Nochmal eine Röhre. Und den Rieserblock hier. Oh, das sind andere Gegner, sehe ich gerade. Nein! Doch, er hat einen Griff. Gut. Und wir gehen hier. Und das war's. Rechnen wir. Wieder ein Leben mehr aus. Aua. So, weg mit dir. Werden wir mal auf jeden Fall noch ein Level aufsteigen, bis wir zum ersten Boss kommen. Aber der Riesenblock hier, was der zu bedeuten hat. Was ist das für einer? Hallo, gehst du hin? Warum ist ein Schlüssel? Oh mein Gott. Na, da mich erwischt. Cool. Ich habe einen Konter geschafft. Wie geil. War böse. So, nochmal mit dem Hammer drauf. Läuft. Was haben wir hier ein? Blauer Switch. Und hier haben wir auch irgendwas. Hab ich. Ah. Hier ist ein Geheimgang, aber ich habe noch kein Item dafür. Hier bekommen wir auch noch irgendwas. Eine Kiste? Hey du, hörst meine Stimme? Das würde ja bedeuten, du bist der legendäre Held. Nur der legendäre Held ist in der Lage, meine Stimme zu hören. Du musst wissen, vor langer Zeit hat ein böser Zauberer mich verflucht und in diese Truhe gesperrt. So warte ich nun schon seit vielen Jahren, dass der Held mich hier findet. Übrigens, was führt dich eigentlich an einen so finsteren Ort wie diesen? Ich frage mich wirklich, ob wir ihm vertrauen können. Wir sollten ihm besser nicht erzählen, dass wir nach den Sternjuwelen suchen. Oh, nein, nein, ich habe mich verplappert. So, so, die Sternjuwelen sucht ihr also. Ich wusste doch, dass ihr wahrhaftige Helden seid. Ihr werdet mein Geschick brauchen, um in den Besitz der Sternjuwelen zu gelangen. Sucht also den Schlüssel zu dieser Truhe und befreit mich aus dieser misslichen Lage. Ich weiß nicht, warum der Truhentyp was über Sternjuwelen wissen sollte. Was sollen wir tun, Mario? Findet den Schlüssel und bringt ihn hierher. Er muss irgendwo hier sein. Der Schlüssel sieht übrigens so aus. Ich bitte euch, ihr legendären Helden. Ja, ich habe ihn tatsächlich schon gesehen. Wenn mein Gefühl mich nicht täuscht, muss ich einfach nur hier runter. Und da habe ich ihn schon. Einen Schlüssel schwarz erhalten. Oh, du hast den Schlüssel, danke, du Held, mein Retter. Ah, danke. Du Narr.
Oh oh. Was ist jetzt los? Ich habe dich reingelegt. Niemand wird dir helfen. Im Gegenteil, die Rache für meine langen Qualen in dieser Kiste ist ein fürchterlicher Fluch, den ich über dich verhänge. So sei den verflucht. Damit bist du verflucht. Selbst schuld. Eiernase. Also hör mir zu. Aber jetzt wirst du an manchen Stellen zu einem Papierflieger, wenn du Y drückst. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Von nun an wirst du mit diesem furchtbaren Fluch leben müssen. Schrecklich. Aber da du mich so dauerst, werde ich dir sagen, was du im schlimmsten Fall tun musst. Betrittst du eine solche Rampe, erstrahlt der Boden zum Zeichen meines Fluches. Siehst du, drückst du Y, dann faltest du dich mit einem Papierflieger, okay? Du kannst deinen Papierflug steuern, indem du den linken Cursor hin und her bewegst. Bewege den Cursor. Ah, okay, um dem Flug entgegenzusetzen, Richtung umzusteigen. Halte den linken Cursor jedoch nicht so lange in diese Richtung, sonst wirst du langsamer und fällst zu Boden. Sobald du anfängst zu steigen, lass den linken Cursor also los. Timing ist hier alles. Nun sei zum Weitflug verflucht. Gut. Wenn du genug vom Fliegen hast, drücke B und du wirst wieder normal. Gut. Hast du verstanden, was mein fürchterlicher Fluch aus dir macht? Ja, klar. Nun, lebe wohl, du Narr. Eine nützliche Fähigkeit. Was war denn das für ein seltsamer Geist? Somit können wir uns hier jetzt weiter fortbewegen. Und zwar hier nach hinten. Mein Gott, das war gar nicht so einfach. Aber jetzt sind wir hier hergekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Mario, Combrina, seht euch das an! Das ist das Ionentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick! Also ist die Legende wahr, wir sollten etwas näher herangehen. Ahne nichts Gutes. Irgendwas Fürchterliches wird passieren. Herr Professor, was war denn das? Schatzkarte. Was geschieht hier? Das ist der erste Kartenabschnitt. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Zusätzlich lernt Mario die Sternenattacke Sternenfit. Herr Professor, die Karte und dann dieses. Ja, sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben. Es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten.
Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Ja, wäre, glaube ich, besser, als hier unten noch weiter zu verweilen. So ist das also. Sie haben es verstanden, Herr Professor. Aber natürlich, und euch werde ich es auch erklären. Eines kann man nämlich mit Gewissheit sagen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In den Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Übrigens, Mario, wie kamst du eigentlich an diese Karte? Von Prinzessin Peach? Sie hat dir die Karte geschickt? Sieht die Prinzessin unter Umständen etwas so aus? Ich wusste es. Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist sie ja wieder erwarten, doch allein ins Feuertal gegangen. Übrigens, in der Stadt fragen auch so seltsame Typen nach dem Sternjuwelen herum. So, so, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Also gut, ihr beide brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin gegeben hat, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Sie kommen nicht mit, Professor Gumbart? Ich versuche, etwas über die Prinzessin und diese seltsamen Typen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre für mich, einen alten Herren wie mich, doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Viel Erfolg. Und jetzt lasst mich euch Lebewohl sagen. Ah, er begleitet uns sogar noch bis zur Tür. Ach ja, etwas habe ich vergessen zu erzählen. Zunächst zu dem Leuchtenden um Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternenattacke zu bedienen. Einer Sternenattacke? Bevor ich lange Erklärungen gebe, würde ich es euch lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Klar. Gut, dann lasst uns das Experiment starten. Hau dir zunächst die Liste an, auf der die Sternenergie angezeigt wird. In dieser Leiste ist ein Punkt, das bedeutet, du hast im Moment genau eine SE. Du verfügst also momentan über eine SE Sternenenergie. Und wenn du Sternenergie hast, kannst du die Sternattacke benutzen. Die Sternattacke Sternfit füllt KP und BP auf. Lass es uns probieren. Das zählt für beide. Ist ja mega. Ah, okay. Cool. Ah. Sehr nice. Eine gute Ulti, kann man sagen. Da du nun eine SE verbraucht hast, besitzt du keine Sternenergie mehr. Wie bekommt man die wieder? Der Trick ist, du kannst neue Sternenergie sammeln. Und hier kommen die Zuschauer im Publikum ins Spiel. Wenn die Zuschauer sich gut amüsieren, erhältst du Sternenergie. Also Mario und Gumbrina, versucht doch einfach, mich anzugreifen.
Ah, okay, sehr gut. Das hat den Zuschauern gefallen und ihr habt ein wenig Sternenergie erhalten. Ach so. Sehr gut, ihr seht, ihr erhaltet immer wieder neue Sternenergie. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Zuschauer, wenn ihr einen guten Kampf liefert. Die Anzahl der Zuschauer siehst du übrigens links unten auf dem Kampfbildschirm. Okay, jetzt haben wir noch Zuschauer beim Kämpfen. Das ist ja witzig. Also, je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sternenergie kannst du bekommen. Außerdem kannst du auch mit einer Show-Einlage deine Sternenergie erhöhen. Das solltest du dir wirklich gut merken. Das wäre vorerst alles, was ich dir zu Sternattacken zu erklären hätte. Gute Arbeit, Mario. Cool. Mario, nimm das hier auf dem Weg. Oh, neuer Hammer. Orden. Powerhauer erhalten. Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was eine Hake ist. Das ist ein Orden. Orden können dir gute Dienste erweisen. Wenn du diesen hier trägst, kannst du deinen Gegnern größeren Schaden zufügen. Aber Orden wirken nur, wenn du sie auch trägst. Möchtest du üben, wie man mit dem Orden anlegt? Na gut, einmal ja. Das An- und Ablegen von Orden, drücke Plus und öffne das Menü. Drücke ZR. So, hier haben wir den Orden. Für das Anlegen der Orden sind was Ordenpunkte OP erforderlich. Für diesen brauchst du eine OP. Drücke A, um den Orden anzulegen. Du hast eine OP in Anspruch genommen und den Orden angelegt. Drücke erneut A, um den Orden abzulegen. Die OP stehen dir dann wieder zur Verfügung. Das war's auch schon. Okay. Also das heißt, man muss die OP erfüllen, um quasi den Orden tragen zu können. Hallöchen, ich grüße dich. Bananenflieger, willkommen. Wie geht's dir? Schön, dass du im Stream gefunden hast. Kleiner Tipp, nach einem Sprung kannst du nochmal A drücken, wenn du am Ende landest. Um cool zu sein. Okay, vielen Dank. Nimm gerne Tipps an. Damit bekomme ich dann mehr Sternenpunkte. Oder kann das Publikum begeistern. Du musst den Kampf also nicht nur auf deine KP, sondern auch auf deine BP Acht geben. Nun, ich hoffe, ihr werdet die Röhre zum Feuertal ohne Probleme finden. Oh, wer ist denn das hier? Hey, du da, hast du kurz Zeit, um zu lernen, wie man richtig kämpft? Ich meine, so richtig mit Schmackes? Ich sehe auf den ersten Blick, dass du Talent hast, aber übers Kämpfen musst du noch eine Menge lernen. Tricks, Kommandos, Bingo, das ganze Programm. Frag mir gerne Löcher in den Bauch, dazu bin ich da. Wer ich bin? Manche nennen mich die Kampfcoach. Andere flehen um Gnade. Kleiner Scherz. Wie dem auch sei, meine Berufung ist mein Beruf, aus Talenten Kämpfer zu formen. Sprich mich jederzeit an. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Oder soll ich das machen? Wie, du bist noch nicht so weit wie ich, echt nicht? Oh mein Gott. Soll ich das machen mit dem Kampf? Ich bin gerade überlegen. Ich speichere erstmal ab. Das war einer. Statt Funkelbart. Ich sammle Sternensplitter. Je mehr, desto besser. Und du? Hast du welche? Ich tausche sie gegen Orden. Welche Orden möchtest du haben? Oh, das sind Waffen. Was? Sound FX? Glück gehabt? Herzlein? Marios Kapitel nennt sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Cool, das ist ja nice. Herzlein PGP, das hatten das, regenerieren sich langsam und pro Zug und auch nicht schlecht. Aber leider habe ich bisher nur einen. Na gut, im seltsamen Ton will ich nicht haben. Finde ich indische Erstangriff.
warst ein Rückzieher, wirklich? Du enttäuschst mich. Jawohl, einen zweiten Stern später. Ich habe mir schon gedacht, dass da was ist. Ja, bin halt Schüler, da, bin doch Schüler. Darum hatte ich schon eine Woche frei. Ah ja, stimmt, Pfingsten. Cool. Eine Woche habt ihr ja noch, glaube ich jetzt. So, was haben wir denn hier für einen komischen? Ha, sieh mal. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Merlieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine noble Bestimmung ist es, dir bei der Suche nach Dingen behilflich zu sein. Das Funkeln der Sterne erleuchtet, was verborgen ist. Ach, sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Gib doch kein Geld für so einen Schrott aus. Bist du sicher? Wenn du wieder etwas suchst, schau bei mir vorbei. Für sowas gebe ich kein Geld aus. Aber ich muss doch irgendwie hier durchkommen. Ich muss doch irgendwas geben. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. So, also ist der Weg, wo wir nicht waren, war hier mal weiter nach Ding zu gehen. Genau, mal weiter hier. Okay, da kommen wir eh noch nicht weiter. So. Was soll das? Oh Mist. Ich glaube, ich habe ihn sauer gemacht. Hallo, Blubber. Oh mein Gott. Blub, blub. Wer wagt es, Blubber B zu tun? Den größten aller Tintenfische. Mit mir ist nicht zu spaßen. Verschämter Zwerg. Was ist denn los? Seht ihr meine Tentakel? Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumpert sagte? Mit Y können wir die Reihenfolge unseres Angriffs tauschen. Wenn deine KP zur Neige gehen, solltest du mit Y mich kämpfen lassen. Noch in diesem Kampf nicht möglich. Sterne brauche ich nicht. Items. Ich würde sagen, wir legen mal mit dem Hammer los. Ah, das braucht BP. Wir benutzen den normalen Hammer. Kann ich die Ziele wechseln? Bewege nach links. Mit ihm. Ah, okay. Wie gemein. Ich bin nicht essbar. Blub, ihr wollt mich grillen, oder? Nie im Leben. Blub, Versager. Ey. So, jetzt brauchen wir den Sprung. So, jetzt können wir doch mal die Technik, den Ding benutzen. Den hier. Boah, 4. War nice. Und bam! Ich habe eine Feuerblume tatsächlich. Für was brauche ich die Feuerblume? Oh,
Rennst du die Gegner nicht? Nee, warum? Warum? Du zerbrust dich, weil sie viel Leben die haben. Und dann gibt es gewisse Fähigkeiten. Blubber! Das war's. Ah, okay, da komme ich also hier rüber. Brauchen wir echt ein bisschen Geschick hier. Ah, okay. Die Blume wäre gut gegen den Tentakel gewesen. Kapitel 1. Logards Drachenbull. Ach so, okay, verstehe. Warum auch diese du willst mich grillen Frage. Ach so, okay. Aber siehst du, ich habe es ja auch so geschafft. Das Feuertal, wir sind angekommen, wie cool. Hier ist also das Feuertal und hier soll sich eins der Sternjuwelen befinden. Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. So, wir speichern erstmal ab. So Leute, beim nächsten Part geht es weiter. Schalten wir da ein, ich freue mich drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen für das Video da und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben.